Es gibt einen neuen Kameragurt von Peak Design, das ist der Slide, der schaut so aus. Und dieser Kameragurt, der macht dasselbe wie der große Bruder, der ganz normale Slide, den wir auch im Programm haben. Vorab mal ganz kurz die Information für die Menschen, die also hier noch nicht wissen, was Peak Design bzw. was dieses Capture Clip System eigentlich ist. Unter diesem Video habe ich hier einen Link reingesetzt, da können Sie sich da mal so einen, ich glaube, 25 oder 20-minütigen Film angucken, den ich mit einem Kollegen zusammen gemacht habe, wo Ihnen das ganze System vorgestellt wird. Und da können Sie dann einfach mal schauen, wie das alles so voneinander passt. Der Capture Clip mit dem Slide und der Handschlaufe und so weiter. Und ich werde Ihnen ganz kurz in diesem Videofilm jetzt für die Menschen, die also Peak Design den Slide auch schon kennen, mal eben die Unterschiede näher bringen zu dem ganz normalen Peak Design Kameragurt. Die Unterschiede beziehen sich hier also auf die Dimensionen, wenn man so möchte. Wir haben also hier einmal den ganz normalen Slide, kann man das sehen. Und dann haben wir jetzt hier den Slide Light. Und wenn man die jetzt mal so nebeneinander hält und dem Klackern der Kameras, die sich hier unten befinden, lauscht, dann sieht man auch direkt den Unterschied. Das ist hier der normale Slide, den wir hier haben, also das ganz normale Modell. Und dann haben wir hier den Light. Die Light-Version ist dann etwas schmaler und dadurch, dass sie halt eben auch kleiner und schmaler ist, haben wir hier auch ein geringeres Eigengewicht. Ansonsten sind die ganzen Funktionen an dem Slide Light identisch mit dem der normalen Version, der breiten Version. Das heißt, wir haben also einmal drei Tragemöglichkeiten. Das eine ist die Möglichkeit über die Schulter. Das ist dann halt eben die Variante. Die zweite Variante wäre dann die Trageversion ganz normal hier über den Nacken als Nackengurt mit der Kamera, die praktisch dann einfach so vor den Bauch baumelt. Wir hatten gerade das Thema Gewichtsreduktion. Da würde ich mir auch ein bisschen von. Und zuletzt natürlich dann die klassische Version, also im Prinzip so, wie man den Gurt eigentlich normalerweise tragen würde. Also man muss es ja nicht, wie ich ihn gerade gezeigt habe, aber das ist so die gebräuchlichste Art, wie man diesen Gurt trägt. Einfach so quer über den Oberkörper und der Gurt, Moment mal gucken, läuft dann hier über die Schulter und dann über den Rücken wieder runter. Hat den großen Vorteil, dass das Gewicht etwas verteilt wird, die Kamera baumelt nicht direkt vor einem rum. Das ist auch nicht jedermanns Sache und das ist so auch die von mir bevorzugte Tragevariante. Meine persönliche Empfehlung wäre jetzt die, dass ich also den Slide Light eher für kleine spiegellose Systemkameras verwende oder zum Beispiel halt eben auch für Kameras mit Vollformat wie zum Beispiel die Leica, die M8 bis zur M240, die M240 vielleicht nicht unbedingt, aber die M9 auf jeden Fall noch. Und die normale Version vom Slide wäre dann praktisch die Version, die wir hier haben, um die großen digitalen Spiegelreflexkameras hier einfach anzuschließen. Dadurch, dass wir hier auch ein größeres Gewicht haben, die Dimensionen sind etwas größer, die Kameras sind ein bisschen schwerer und die Objektive da dran sind ja in der Regel auch noch ein bisschen schwerer als zum Beispiel an Systemkameras, dann empfiehlt es sich natürlich auch hier einen Gurt zu nehmen, der das zusätzliche Gewicht hat, eben dann über die Breite, also praktisch die Dimension, die wir hier mehr haben gegenüber dem Slide Light, einfach das Gewicht besser auf die Schulter bringen und das einfach besser verteilen können. Deswegen also mein Tipp, das ist für kleine Kameras und der normale Slide ist dann für die ganz normalen großen digitalen Spiegelreflexkameras.